10.000 Euro! Wer als letztes Schlauchbus verlässt? Ja, Mann! Wow! Ich hab meinen Kopf gerutscht. Ey Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, ich habe Special Gäste mit mir und Jasmin. 10.000 Euro, weil es jetzt das Schlauchboot verlässt, Leute. Es wird richtig krass. Wir haben jetzt beide 24 Stunden Zeit, unser Schlauchboot zu holen. Und dann sehen wir uns morgen wieder, Leontin. Ja. Ey, ich bin auf jeden Fall gespannt, wer von uns beiden gewinnen wird. Ja, hast du Bock? Ja. Ey, es wird richtig geil. Wir können es natürlich auch vorbereiten, Leute. Und ich würde sagen, let's go. Wir beginnen erstmal, Leontin. Wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Ciao. So, bis morgen. So, Leute. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal auf den Weg. Ciao. Ich mache jetzt erstmal auf den Weg. Ja, mach das. Ich mach mir jetzt auch mal weg. Ich hoffe, da richtig dicke Sachen, Leute. So, Leute, ich bin jetzt hier angekommen bei der Abteilung. Ich würde sagen, nehme ich einmal das Schlauchboot für mich mit. So, ich muss mich auf jeden Fall noch weiter vorbereiten. Ey, ich brauche auf jeden Fall ein paar Sachen, die richtig krass sind. Ich nehme auch so eine Taucherbrille hier mit. Oh, Wasserbomben. Die sind gut. Ah, lol. Das Ding nehme ich mir auch mit. Ha. So, Leute, ich nehme auf jeden Fall noch so eine Pumpe hier mit. Die ist richtig fett. Die nehme ich auch noch mit. Let's go, nehme ich die auch noch mit. Okay, Leute, jetzt muss ich erstmal noch schauen, welche Schlauchboote hier sind. Oh. Hier ist ja ein Schlauchboot. Ah, hier ist ja noch so eine Brille. So, Leute, ich glaube, ich gehe jetzt noch mal zu Smith Boys hin. Hol mal jetzt noch mal ein paar Sachen. Ich irgendwie vorbereiten muss, müssen wir auch bald los. Ich will auf jeden Fall die 10.000 Euro gewinnen, Leute. Boah, ich glaube, ich nehme mir noch so einen Helikopter mit. Hier werde ich so einen Angriff auf Leontin machen. Ich fliege dann einfach gegen ihn. Boah, ich glaube, ich nehme noch so eine Nerf mit. Hier, die goldene, die ist richtig fett. Die nehme ich noch mit. Let's go, nehmen wir die Pfeile noch mit. Ich muss auch genug Munition dafür haben. Ich bin jetzt erstmal angekommen bei Smith Toys. Und dann werde ich mir erstmal da auch die Schlauchboot-Sachen holen. Noch übrig. Ich werde machen, so fertig machen. Zum Beispiel letztes Mal, da habe ich ihn schon fertig gemacht. Da war er schon auf der Toilette und hat geholt. Jetzt werde ich ihn nochmal fertig machen. Und dann sitzt er irgendwo da hinten und macht keine Ahnung was. Heult oder so. So Leute, jetzt nehme ich mir erstmal hier so diese Wasserpistole da. Alter, die ist richtig fett. So Leute, dass ich auch nicht untergehe, nehme ich mir das hier und noch so Schwimmflügel. So Leute, ich nehme jetzt mir erstmal hier noch so eine Kuscheldecke mit. Und hier noch so ein Schlauchboot nehme ich mir auch mit. Ups, nicht meine Schuld. So Leute, ich habe mir jetzt mal überlegt, damit ich auch immer nicht absaufe, hole ich mir noch hier so Schwimmflügel für Kinder. Digga, haben die auch welche bis 11 Kilo? Hier, die nehme ich, warte mal. Okay, bis 30 Kilo sind die, die sollten mich halten. Ich werde sagen, ich hole mir jetzt noch ein paar Getränke und Süßigkeiten und so, ein bisschen Sonnencreme, ihr wisst Bescheid. So, Freunde, und jetzt spiele ich ein richtig nice Party-Royale-Spiel. Schreibt jetzt in die Kommentare, welches Spiel es ist. Es ist Stumble Guys. So, wir haben richtig geile Events hier gerade gelaufen. Ihr seht diese drei Events. Ja, Endlos Block Dash hier zum Beispiel auch. Das ist richtig geil. Gönnt euch gerne Stumble Guys über den ersten Link unten in der Videobeschreibung oder hier über den QR-Code, meine Freunde. Dann könnt ihr automatisch auch beim Giveaway teilnehmen, denn ich werde 5x 100 Gems verlosen. Alles, was ihr machen müsst, ist euren Stumblegeist-Namen jetzt hier in die Kommentare schreiben. Wir tun einfach mal jetzt mal kurz hier unsere Skins ausrüsten. Der ist auch richtig nice. Ich glaube, ich nehme den, dann kriege ich damit die Gegner weg. So, Leute, ich würde sagen, wir spielen hier das Snake-Event. So, dann kann man auch einfach hier in Stumblegeist mit Freunden spielen. Das heißt, über den Code können die reinkommen, könnt ihr miteinander zocken. So, let's go, Leute. Let's go. Wir haben uns qualifiziert. Diese Map ist richtig geil, sag ich euch. Vor allem mit dem Teleporter. Ihr könnt Stumble Guys mit bis zu 32 Leuten spielen oder halt auch mit weniger, je nachdem, wie ihr wollt. So, jetzt müssen wir hier durch und gleich kommen wir an der Stelle, wo wir einfach Portale usen müssen. Und da ist immer ein bisschen Luck abhängig, welches Portal man da nimmt. Okay, da hinten müssen wir ans Ende kommen. Nein, ich bin runtergefallen. So, hier haben wir jetzt die Qual der Wahl. Welche der beiden Portale nehmen wir? Ich würde mal sagen, wir gehen mal links lang. Oh nein, ist war falsch. Oh nein, wir haben es nicht qualifiziert. Mist. So, ich würde sagen, wir spielen jetzt hier auch nochmal einmal kurz für Block Dash. Dreimal in Folge nur Block Dash auf der Map. Ey, es macht echt so Spaß, dieses Spiel. Ich sag's ehrlich. Nein! Ey, komm, ich hätte es mal nicht zu früh sagen dürfen. So, Freunde, jetzt spielen wir auch das letzte Event hier noch gerade. Ist sowieso ein Gebäude, wo man einfach versuchen muss, da ganz nach oben zu kommen. Ah, nein! Ladet euch gerne Stumble Guys über den ersten Link unter der Videobeschreibung rüber oder hier über den QR-Code. Und ja, macht gerne beim Giveaway mit. Ihr könnt 5x 100 Gems gewinnen. Und ich würde sagen, let's go. Jetzt geht's weiter mit dem Video. So, Leute, noch so ein Schutzschild nehme ich mir auch noch mit, dass wenn Marvin mich mit irgendwas abschießt oder so, ich weiß nicht, was er vorhat, dann habe ich einfach so ein Schutzschild. Dann kann ich einfach so abwehren. Okay, Leute, ich werde jetzt erstmal was kaufen, wo ich Marvin sein Boot einfach kentern werde. Ich werde jetzt einfach zum Polizeiboot holen und dann die ganze Zeit zum Polizeiboot die ganze Zeit auf sein Schlauchboot die ganze Zeit so gegenfahren. So, jetzt bin ich erstmal noch bei den Nerfs angekommen. Dann werde ich erstmal so eine
Paintball-Dings mitnehmen. Dann werde ich ihn die ganze Zeit so bam abschießen. Dann wird Nerf vergessen. Jetzt schießt man mit Paintball-Pistolen. So Leute, ich habe gerade einen Zuschauer getroffen. Was geht? Wer bist du? Ich bin der Phileas. Okay, möchtest du jemanden grüßen? Ja, den Elias. Okay, schönen Grüß an Elias. Ich würde sagen, let's go Leute, ich gehe jetzt weiter. Alter Leute, ich nehme mir noch so einen richtig fetten Chupa-Chup. Werde ich nachher noch richtig fetzen. Der ist ja richtig groß. Obwohl, warte, ich nehme meine Lieblingssorte Erdbeer. Boah, der sieht richtig geil aus. Den nehme ich auch noch mit. So Leute, ich brauche immer noch ein paar Getränke. Dann nehme ich noch einen Prime mit. Boah, ein Powerade brauche ich auf jeden Fall auch noch. So, ich habe eine Idee. Wenn ich ihn noch kenter, da schieße ich noch mit einer Konfettikanone in sein Boot rein. Dann nehme ich mir hier noch mal eins mit. Oder ach komm, was soll denn der Geil? Ich nehme zwei mit. Schreibt doch mal gerne in den Kommentaren, was denkt ihr, wer wird gewinnen? Ey, wisst ihr was? Ich nehme ein paar richtig geile. Die sind fett, die nehme ich mir. Die sind richtig scharf. So Leute, jetzt suche ich mir erstmal noch ein paar Süßigkeiten aus. Auf jeden Fall Leute, was ganz, ganz trinken mit los. Das sind Oreos. So Leute, jetzt nehme ich mir erstmal noch ein paar Prime-Sorten. Eispop. So Leute, ich habe jetzt überlegt, ich nehme das Ding jetzt hier mit. So Leute, ich warte jetzt erstmal hier auf Marvin und ich bin jetzt erstmal hier vorbereitet. So Leute, ich fange jetzt erstmal an, ein Boot aufzupusten. Ey, was ist das denn? Hier ist ja sogar ein Kappen dabei. Wir sehen uns gleich, wenn ich da bin. Alter, bist du ey, was ist das denn hier? Was machst du denn hier? Du pust gerade dein Boot auf, oder was? Ja. Was hast du denn da alles gekauft? Ja, dann mach mal dein Ding da fertig. Ey, viel Spaß beim Aufpusten, ne? Digga, der ist ja total langsam, sage ich euch, Leute. Ich habe da ja meine Pumpe eben gekauft. Da mache ich das Ding jetzt einfach easy voll. Da wird er erstmal gleich richtig aus der Röhre gucken, wie schnell ich meine Boot aufpumpe. Was? Nö, kannst du alleine machen, ich helf dir nicht. Pust jetzt erstmal ein eigenes Boot auf, Leute. Nee, es gibt nur 10.000 Euro, da sind wir bestimmt keine Freunde. So, Leute, ich habe jetzt mein Boot easy aufgepumpt. Dank dem Ding hier. Ich weiß nicht, ob Leontin da immer noch am Pumpen ist. Leontin, bist du langsam fertig oder was machst du da? Ach du Scheiße, ey. Leute, wir haben das gleiche Boot, glaube ich, ne? Ja. Warte, lass mal gucken. Ja, richtig fett. Geil, dann lass mal kurz unsere Sachen beide stapeln und dann geht's los. Oha, pack die mal aus. Leute, der will nicht paddeln. So, wenn ich es nicht absaufe, habe ich hier noch meine Schwimmflügel. Feuer! Meine Arme sind fertig. Ich bin bereit. So, Leute, dass nichts passiert. Ziehe ich erstmal meine Schwimmflügel an und dass ich auch nicht absaufe, werde ich das hier auch anziehen. Boah. Dann habe ich alles hier. Hast du auch Schwimmflügel oder was? Digga. So Leute, ich bin jetzt erstmal bereit. Absaufen kann ich auch nicht. Das bedeutet, dass ich jetzt nicht untergehen kann. Ich bin bereit. So Leute, jetzt packe ich erstmal mein Boot aus. Nachher werde ich dann Marvin damit fahren. Mein Boot funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wo der Anknopf ist. Jetzt kann ich das leider nicht nehmen. So Leute, ich bin jetzt bereit. Ich habe hier mein Boot. Ich packe jetzt meine ganzen Sachen rein. Jetzt geht's gleich los. Wir machen das Kabel an uns beiden dran, dass wir nicht wegkommen. So, du bist schon drinne. Jetzt komm ich nach. Let's go, Leute. Komm, du Opa. Jetzt geht's für mich los. So, Leontin, du kommst jetzt auch mit. Was ist? Ja, natürlich. Aber wir müssen doch gerade ein Video aufnehmen. Ja. Aber ich habe halt nur einen Paddel, das ist das Problem, Leute. Ich fahre jetzt erstmal rauf aufs Meer. Hey, geh mal aus deinem Schlauchboot raus. Wieso? Ich hole jetzt erstmal die Geschütze raus. Pass mal auf hier. Alter! Chill mal! Soll ich mir erstmal eine Spider-Man-Maske aufsetzen? Alter, ich werde beschossen hier von ihm. Oh! Oh, ah! Alter, du hast mir den Kopf geschossen. Ey, hör mal auf. Ey, ich hole die anderen Geschütze raus. Ich habe meine Wasserbomben dabei. Ich tue jetzt erstmal eine Wasserbombe hier füllen. Fress das! Es war echt keine gute Idee, das gegen mich zu machen. Warum hast du es nicht gegen Anton oder so gemacht? Wieso? War echt keine gute Idee. Jetzt also meine Dose hier hinstellen, dass sie jetzt mal kühlt. Trinke ich dann gleich weiter. So, guck mal, ich habe mein Lager hier aufgestellt. Das ist meine Paulberger Limo. Da bist du. Jetzt mache ich erstmal einen Angriff von oben. Digga, schieß deinen Helikopter von oben ab. Pass mal auf jetzt hier. Der hebt jetzt ab hier. Wow! Oh mein Gott, Leute! Leontin, bist du bereit? Ja. Nein! Oh mein Gott, Leute! Hilfe! Nein, ich weiß nicht, wie man ihn kontrolliert. Nein! Boah! Digga, mein Helikopter ist abgestürzt. Jetzt muss ich meine nächste Waffe rausholen, Leute. Ey, Leontin! Kannst schon mal aufgehen, dann geht hier schon die Sonne unter uns lang, sind wir schon da. Digga, du kriegst jetzt eine Bombe ab. Feuer! Mal fast. Hä, wo ist die denn her? Gehst du raus? Niemals.
Alter! Oh, Leute! Digga, der hat mich voll abgeschossen. Hier! Jetzt gibt's mal Angriff von oben, Leute. Ich würde sagen, der kriegt jetzt erstmal einen Prime von mir. So, dann. Was denn, Leontin? Alter, du bist... Ein Headshot! Volltreffer! Alter, Leute, ist total... Ey, wo hat der die ganzen Sachen her? Du kriegst eine Prime-Bombe jetzt von mir. Alter, ey, Leute, das ist ja richtig schlimm, die Dinger. Wo ist mit dir denn her? Boah, Leute, das ist ein Battle hier auf dem Wasser, sag ich euch. Ich hab meine Nerf noch am Start. Ich hab das andere Geschütz hier aufgeschlagen. Alter, das ist hier ein Battle auf dem Wasser, sag ich euch. Bei minus 6 Grad. Es ist richtig kalt draußen. Wir haben hier nicht irgendwie Hochsommer oder so. Ey, Leontin. Ja. Guck mal her. Alter. Alter. Alter, Leute, Leontin pennt da gerade. Ey, ich zieh mich jetzt an den Rand. Werde ich ihn erstmal die Konfettikanone in sein Boot reinschießen. Leute, ich schieße jetzt die Konfettikanone in sein Boot rein. Werde ich ihn mal wach machen. Ja, ist mal Zeit zum komm, gibst du auf oder was? So, Leute, ey, wir sind schon ultra lange auf dem Wasser. Ich sag dir ehrlich, ich geb niemals auf. Ich lass dich jetzt auf dem Wasser, ich mach das Kabel jetzt weg. Ey, Digga. Was denn? Du wirst alleine bleiben. Tschüss, Leontin. Leute, ich werde jetzt erstmal Marvin da raus. Ey, Marvin! Alter, chill mal. Pfiffe. Was ist? Niemals. Nee, ich dreh dich nicht um. Du kannst selber umdrehen. Wen hast du denn da gesehen? Oh, Leute, Hilfe. Leontin, schieß mich ab. Ey, chill mal, Leontin, bitte nicht. Ich mach dich jetzt richtig fertig. Ja, das will ich sehen. Alter, chill mal. Ey, wo hat der die Wasserpistole? Hilfe! Ah, Leute! Ah, es ist so verdammt kalt. Okay, Leontin, chill mal. Ey, Digga, es ist minus 3 Grad draußen. Bitte hör auf. Okay, ich hör auf. Ich dreh dich um, okay? Leute, es ist so kalt. Ich muss ihn umdrehen. Ey, Leontin, gib's mal eigentlich mal langsam auf. Boah, ich bin so am Frieren. Alter, Leontin, was machst du denn jetzt? Bitte hör auf. Ah, Leute, Alter, bitte hör mal auf hier. Bruder, es ist so kalt. Okay, komm. Ja, okay, chill mal. Ah, oh, Leute. Okay, chill mal. Ey, Leontin, das ist total unfair, was du machst. Hör mal auf jetzt hier. Bro, Leute, ich bin richtig sauer, Alter. Mir ist so kalt. Chill mal. Okay, chill mal. Ey, lass erst mal Pause machen, okay? Lass mal Pause machen, bitte. Ich will erst mal eine Runde schlafen. So, Leute, ich penne jetzt erst mal eine Runde. Oh, ich bin so kalt. Es ist so kalt. Ich bin so am Frieren. Aber ich will nicht aufgeben mit dem Geld. Alter, Leute, guck mal, Marvin schläft da einfach. Ich zieh mich jetzt erstmal an ihn ran, dann werde ich erstmal die Luft aus seinem Boot rauslassen. So. Tschüss, Marvin. Ey, Marvin, was geht? War nichts bei dir? Alter, Leontin! Ja? Mein Boot! Hilfe! Wo? Hör mal auf, ich abschießen. Digga, Leute, ich verliere die Luft in meinem Wasser. Oh, Hilfe! Ey, was hast du gemacht? Wie, du hast die Luft ausgelassen? Leute, ich sauf ab! Es geht einfach die Luft aus meinem Boot raus! Shit, was ist denn jetzt los? Hilfe, ich glaube ich unter. Wo? Oh. Digga, ich hab kaum noch Luft in meinem Boot drinne. Was hast du gemacht? Gehst du raus? Nee! Bro, was hast du gemacht? Alter, Leute, es dringt schon das Wasser in mein Boot ein! Oh, ist das kalt! Oh mein Gott, ich ertrinke, Leute, im Boot! Es kommt hier voll viel Wasser rein! Hilfe! Ah, Hilfe, Leute! Ey, Leontin, es ist viel zu kalt. Alter, Leute, es kommt immer mehr Luft, immer mehr Wasser hier rein. Oh mein Gott. Schaut mal, Leute, es kommt immer Wasser rein. Ey, okay, ich geb auf. Wirklich? Digga, du hast mein Schlauchboot abgesoffen. Ich bin richtig sauer auf dich. Wirklich? Digga. Ey, Leute, ich hab einfach mein Boot absaufen lassen. Bro, ich bin hier fast ertrunken. Boah, es ist so kalt. Okay, ich geb auf, ich fahr raus. Ja, Mann! Ey, ich hab dich veräppelt, ich geh doch nicht raus. Ich glaube, ich muss doch rausgehen. Digga, mein Boot geht unter. Mein Boot geht unter. Leute, mein Boot. Ah! Oh! Oh! Oh, ist das kalt, Leute. Oh! Ey! Ja, Mann! Ey, Leben, du hast so Glück gehabt! Ja, Mann. Oh, mir ist so kalt! Das ist cool. Oh, Leute! Ich Oh, ich hasse dich, Leontin! Ich dich auch! Oh! Oh! Ich muss erstmal mein Schutzschild nochmal holen! Digga, Leute, es ist so kalt! Ey! Oh! Lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Tschüss, Leontin!